Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Landwirtschaftssimulator 19 auf der Map Oberbayern und dies ist die zweite Folge. Ja, letztes Mal sind wir Gülle gefahren und haben gedüngt. Und ja, ich musste beim Hof noch ein bisschen was rumstellen und rummachen, damit wir der perfekte wird. Aber manche Sachen brauchen wir sogar noch. Und ja, aber ich zeige euch jetzt mal was Neues. Und zwar das Klarschneidwerk. Das steht hier ein bisschen blöd drin. Das müssen wir auch noch ändern. Dann einen Klaas Mähdrescher. Einen 650 Lexion. Ich finde, er schaut super schön aus. Er hat auch hier einen richtig coolen Schutz. Schaut nicht schlecht aus. Ja. Und dann haben wir noch einen Weidemann Hoflader. Und zwar für Ballen oder so, wenn man mal was schnell rumfahren will oder so, können wir den hier benutzen. Ist ein ganz cooler Radlader. Und mir war unser Grubber zu klein. Darum habe ich einen größeren gekauft. Hier ein, ich glaube, das ist ein Köcklinger. Und ja, mit dem fahren wir vielleicht heute noch. Aber jetzt erstmal tun wir Man, wie in der letzten Folge angekündigt. Ja, dann machen wir hier mal auf. Zum Man brauchen wir einfach einen Traktor mit mehr PS. Da kommt der hier nicht schlecht. So, machen wir hier auf. Motor an. Fahren wir los. Hängen wir das Mähwerk an und dann geht's auch schon. Man. So. Kommen wir nochmal an. Hoffen, das passt doch. Ja. Das schaut gut aus. Anhängen. So. Wir machen eine Wiese heute. Oder mal schauen, wie es sich ausgeht. Vielleicht machen wir auch zwei. Aber vielleicht können wir auch nur einen machen und dann noch probieren. Und zwar die Gülle vom letzten Mal einfahren. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber müssen wir jetzt mal noch schauen. Wir fahren jetzt erstmal. Oh, Tür. Noch zu. So. Dann fahren wir mal mit. Dachkant, der schafft es nicht. Ich habe schon richtig erschrocken. So, lassen wir schon mal an. Hinten auf. Und jetzt hoch. Ich weiß, es ist laut. Aber in der Realität ist es ja auch lauter. Da. Erstmal gegen Baum gefahren, ist nicht so gut. Ja, in der Realität ist auch lauter. Ich probiere ein bisschen lauter zu sprechen. Damit man mich trotzdem noch gut versteht. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich melde mich wieder, wenn ich hier fertig bin. Aber erst fahren wir hier nochmal runter zusammen. Und ja. Wir schauen halt echt, wie es sich ausgeht von der Zeit noch her, wie viele Felder wir mähen und so. Aber ich hätte jetzt vielleicht gesagt, wir mähen ein Feld und tun dann noch probern. Aber vielleicht noch zwei und tun sie dann. Na, wisst ihr, wie wir es machen? Wir tun jetzt jedes Feld mähen, sammeln das noch mit dem Ladewagen ein. Wenn es mit der Zeit noch gut ist, tun wir dann noch probern. Mal weg geschaut. Schauen wir mal weg. Also, bis gleich, Leute.
Jo Leute, jetzt hat ich mit euch hier noch die 2-3 Bahn fahren. Denkt euch wieder nichts daran, dass ich immer hier ein bisschen schief fahre. Oh mein. Ich finde den Außenansicht gerade nicht schlecht, ist schon ganz gut aus. Mich hebt erstmal komplett hoch. So, fahren wir hier vorne rein. Wie macht ihr eigentlich im LS? Lasst ihr das Mähwerk, hebt ihr das wieder oder lässt ihr das einfach dann die ganze Zeit unten? Also ich finde es immer leichter die ganze Zeit unten, aber wir müssen halt auch schauen, wie es realistischer ist. So, ich klappe mir erstmal alles zusammen. Warum bin ich jetzt auf die Außenansicht gewechselt? Jetzt wechseln wir kurz, weil wir brauchen den Traktor auch gleich noch fürs Einsammeln. Weil die anderen sind einfach schwach. Muss man einfach sagen. Die anderen Traktoren sind schwächer. Vielleicht der LSA könnte ihn noch ziehen, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher. So, runter lassen. Runter. So, dann steigen wir kurz aus. Abkoppeln. So. Passt. Gibt auch gern Fahrzeugvorschläge oder Anbaugerätvorschläge, zum Beispiel andere Sämaschinen, die ihr richtig gut findet oder so. Schreibt es echt gern in die Kommentare, das würde mich echt freuen. Außerdem, wir brauchen ja eh noch eine Maissämaschine. Da bin ich bei einer Kuhnhalle überlegen, aber schreibt doch gern rein, was ihr gern für eine haben wollt. Ich hoffe, den hebt's nicht hoch. Ja, da sehen wir auch unsere Milchanzeige. 453 Liter haben wir schon. Ist jetzt noch nicht so viel. Ich hoffe, der schafft es hochzuziehen. Wenn nicht, brauchen wir einen anderen Traktor, einen stärkeren. So. Wir machen jetzt gemeinsam den einmal voll. Wir fahren ihn dann in Silo-Umwelt da raus. Ich will daraus Silage machen, damit wir für unsere Kühe Silage haben. Und dann müssen wir auch noch einen Futtermischwagen kaufen und alles rum und dran, damit unser Hof perfekt ist. Und falls euch noch was interessiert, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich kann euch auch, wenn es euch interessiert, mal die Map zeigen und zeigen, wo ich meine Felder habe und so. Deine. Seht ihr die mal? Ach, 6 km/h. Der wird schon langsamer. 5 km/h. Jetzt wieder 6. Also der lässt ganz schön nach. Im
immer. Da muss man echt schauen, dass man vielleicht doch einen anderen nimmt. Ey, jetzt kommt der wahrscheinlich mit 4 km/h da hoch oder was? 3 km/h, was ist das? 2 km/h, was ist das? Warum ist... Der kriegt den echt nicht hoch und dann nimmt er nicht mal das mit. Das war's ja komplett. Ich dachte eigentlich, der wäre stark und dann ist er hier so schwach. Alles ist eigentlich angekommen. So. Also Leute, ich melde mich wieder, wenn ich hier am Ende vom Feld bin und dann bis gleich. So Leute, jetzt habe ich hier alles eingefahren. Ich habe jetzt für den ein Gewicht rangehängt. Und jetzt habe ich vergessen, ihn anzuschalten. Komplett lost. Aber schaut mal, schreibt mir echt einen stärkeren Traktor. Der hat zwar 205 PS und der Ladewagen braucht eigentlich nur 120 PS. Wäre echt gut, wenn ihr mal einen stärkeren Traktor in die Kommentare schreiben könntet, weil irgendwie, es macht ja so auch kein, das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn man dauernd hier so im langsamen, aber es ist langsam, es ist nicht schlecht, aber es ist halt so, es ist halt dann, es dauert halt echt lange die ganzen Arbeiten mit einem Traktor, der einen Berg mit 3 km/h hochfährt. Das macht glaube ich keinen Spaß. Jo, komm, schick dir 3 km/h, 2 km/h. Der lässt dann einfach richtig nach. So. Seht ihr, 2 km/h, 3 km/h, das ist nicht mal richtig steil. Der 205 PS, der muss eigentlich da ein bisschen mehr Gas geben. Das machen wir jetzt noch kurz zusammen und dann war's das auch schon. Jo. Wir fahren jetzt hier noch schnell Berg hoch, jetzt hat 6 km/h höchstens mal ein bisschen mehr. Das freut mich allein. So, dann nochmal Gas. Der wird dann erstmal in die Werkstatt fahren und mal nachschauen lassen. So, fertig, Sommer. 13%, ich habe jetzt zweimal bin ich abgefahren. Zweimal musste ich abfahren, um das Silo zu tun. Ihr seht da schon. Da liegt schon ein bisschen was. So, Steuerung I. Und dann können wir das kurz noch fertig abladen. So. Nächstes Mal probieren auf jeden Fall, außer ich kann es auch schon mal so machen. Und dann machen wir nächstes Mal, können wir noch mal Gülle fahren, weil auf die Wiese muss gedüngt werden. Schauen wir mal, dass wir den Frontlader nicht berühren. So. So, da muss ich jetzt kurz außen an sich, weil ich bin komplett. An sich finde ich, ist das immer schwierig. Da stoßt man immer irgendwo an. Darauf habe ich gar keine Lust. So. Jetzt bin ich gegen die Wand gefahren. Super, nice. So, lass mal hier noch das Gewicht runter. Dann passt es. Modo hier erstmal ab. Steigen wir aus. Den können wir hier eigentlich gleich stehen lassen. Schauen wir noch kurz zu unseren Kühen und dann war's das auch. So. Ich weiß nicht warum. Fuck. Ah, Wasserkammer. Was rein tun? Ah, voll ist. Ist gut. Ja, Stroh schaut noch gut aus. Gras auch. Wir brauchen erstmal nichts.
Milch haben wir ja vorher schon gesehen. Gülle haben wir noch nicht so viel. Da, oh. Da kann man gar nicht reingehen. Schade. Ja, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr einen stärkeren Traktor kennt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao.